So. So, ja, heute hauptsächlich Überlebenszeug. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, irgendwelche Wünsche, welches Tier ich spielen soll. Also zur Verfügung stehen Zwergspitz, Sikahirsch, Gazelle, Küken und Schwein. Mehr habe ich noch nicht freigeschalten. Könnten natürlich auch so machen, dass wir auf ein bestimmtes Tier hinarbeiten. Zum Beispiel nicht, Affe, Bär, Dino, irgendwelche Hunde, Küken. Mal schauen, wie das Küken wird. DLC-Zeugs. Ja, stimmt. Verkleidung. Wir können Schuhe anziehen. Die anderen muss ich mal gucken, wie ich die. Strauß. Okay, machen wir erstmal Küken und dann gucken wir uns mal an, was wir alles für einen Strauß machen müssen. Okay, Herausforderung. Erste Herausforderung: Generation einmal wechseln. Okay, und für ein neues Tier Hase. Eine Herausforderung abgeschlossen, Generation über einmal gewechselt. Okay, also zweimal Generationen wechseln, dann könnte man den Hasen freischalten. Wird sehr interessant mit dem Küken. Schön langsam und so, ne? Oh, fuck. Hasen frei erschalten wird sehr schwer, wenn man das unbedingt mit dem Küken machen muss, ey. Ja, ich guck mal wegen Strauß, was wir da machen müssen. Jetzt erstmal Geschäft.
Keine Ahnung, wo die kostenlosen DLC-Sachen sind. Strauß. Nilpferd Herausforderung oder Elefant? Nilpferd Büffel. Ist das ein Büffel? Elefant. Strauß auf Herausforderung, okay. Nilpferd, Büffel, Zebra. Zebra ist wo? Das ist ein Zebra. Milchkuh. Ah ja, ist ein langer Weg. Vollblut. Wie sieht ein Vollblut aus? Das ist ein Pferd, ne? Ja. Nehme ich das an? Ziege? Meine Fresse. Keiler. Axishirsch. Schwein. Okay, dann müssen wir mit dem Schwein spielen. Eieiei. Dass man den Strauß mal freigeschalten hat, das ist ganz schön. Ganz schön Arbeit da. Okay, also. Ah, ein Geschenk. Tierkleidung. Ah, das ist nett. Yeah. Wunderschön. Okay, warten wir erstmal ein Jahr, bis die Herausforderung überhaupt freigeschalten wurde. Und dann nehme ich an, es ist einfach nur Antilope. Ah, das war eine Antilope, kein Dingens, bla bla bla, Axishirsch. Egal, machen wir das schnell. Zwei Herausforderungen abgeschlossen. Das heißt, einmal Generationen wechseln und viermal markieren. Ah, okay, das sind zwei verschiedene Dinge. Okay. Das können wir machen. Hatten wir nicht, ja. Ich schau gleich mal. Wir kommen zurück. Now. Los, Schweinchen.
So, wo sind meine Schweinchen? Schweinis. Rang ist noch nicht hoch genug. Ich mag ungern das verzweifelte Weibchen nehmen, aber ja, werde ich wahrscheinlich müssen. Ich hab Flöhe. Fuck! Na, ja, das ist die Gefahr, wenn man was mit einem verzweifelten Weibchen anfängt, dass man dann Flöhe bekommt. Flöhe entfernt. Ah, nice. Paaren. Ausdauer plus 1 geerbt. Nice. Nicht nur die Ausdauer, sondern auch die Dings. Shibuya Wald, der ist da oben. Okay. Steuern andere Tiertypen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Sieht nicht so aus. Antilopenboss finden. Ja, wo ist der? Einkaufsbezirk. Einkaufsbezirk. Okay. Anscheinend nicht. Anscheinend nur bei. Anscheinend nur bei Fleischfressern und dann halt die Beute essen. Nee, das ist glaube ich normal. Das. Ich weiß nicht, entweder nach einer bestimmten Zeit oder wenn man halt die Generation gewechselt hat, ist das so dunkel. Glaube ich. Wird aber auch irgendwann wieder heller. Kann auch am Wetter liegen, ja. So, Antilopenboss. Ja. Shirt ist super.
Gut. Antilope freigeschaltet. Jetzt am besten sterben eigentlich. Da will man mal sterben. Ja, komm, Katzen. Katze. Katze hat keinen Bock auf Schweine. Starke Schweine. Hungersnot. Gott. Endlich. Mensch. Und dann wahrscheinlich alles für das falsche Tier. Persönlicher Monatsrekord. Yeah. Okay, so. Antilope haben wir jetzt freigeschalten. Was brauche ich aber? Axishirsch. Was ist der? Meinen anderen Hirsch sehe ich jetzt nicht. Dann wird es der sein.
Schaf-Herausforderung. Da ist das Schaf. Antilope. Okay, also doch. Doch nicht umsonst gemacht. Doch nicht umsonst. Lauter Pflanzenfresser. Schaf Territorium erobern. Generation einmal. Zwei Herausforderungen. Früchte essen. Markieren. Durch den Saka gehen. Okay, ist kein Problem. Markieren, okay. Früchte. Jetzt müsste ich Früchte mal finden. Männer und Weiblein. Bei verschiedenen Dingen anscheinend. Ja, vielleicht. Möglich. Jedes Tier durchschalten, damit das jeweilige nächste Tier frei. Werden wir irgendwann auf jeden Fall machen. Alle Tiere freischalten. So, also markieren. Hoffentlich finde ich hier in dem Gebiet auch noch Früchte. Moment, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch noch Dogensaka schnell gehen. Das ist gleich da drüben. In dem Spiel, also es gibt zwei verschiedene Modi, einmal Überlebensmodus. Da spielt man so lange, wie man überlebt und versucht halt einfach zu überleben. Gibt auch Herausforderungen, die man während dem Überlebensmodus machen kann. Da hinten sind Früchte. Nice. Das waren Früchte, oder? Ja, gut. Und es gibt Story-Modus. Da hat man so kleine bestimmte Story-Sachen von Tieren und hat halt bestimmte Aufgaben, die man machen muss. Und ja. Aber hauptsächlich spielt man eigentlich hier Überlebensmodus und versucht zu überleben und sonstige Herausforderungen zu machen, wie jetzt zum Beispiel hier halt viermal markieren, Früchte essen, zu einem bestimmten Gebiet gehen oder sonst wie. Strohhut. Nice. Unterschied. Meinst du zwischen Männern und Weiblein? Ich nehme an, die Hörner. Jetzt bei der Antilope zumindest. Schafterritorium erobern. Wo ist das? Shibuya Außenbezirk.
Das ist da unten. Also gameplaymäßig. Im Überlebensmodus kannst du überall hin, kannst alles machen, was du willst. Im Story-Modus bist du halt auf bestimmte Ziele eingeschränkt. Also kannst nicht überall hingehen. Sollst im Endeffekt nur das machen, was deine Aufgabe auch ist. Überlebensmodus kannst du die Herausforderungen, die du da so hast, auch komplett ignorieren und einfach irgendwas anderes machen. Und versuchen halt Punkte zu sammeln und bei den besten Listen und so weiter besser zu werden. Oh fuck. Also gameplaymäßig bei den Geschlechtern. Nehmen an, alles gleich. So, hier ist Schafzeug. Jo, Geschenke fallen vom Himmel. Flo-Shampoo, nice. Jo, die Schafe sind böse. Ist nicht gut. Hilfe. Hilfe! Ja, endlich hell. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Starkregen. Oh. Giftigkeit steigt, oh nö. Ja, oder war irgendwie auf der anderen Seite versperrt. Also ganz konnte ich nicht durch. Magazin. Yeah. Ganz böse Schafe auf jeden Fall. Geh weg!
Nein! Markieren. So, Bitches! Ja! Herausforderung geschafft. Yeah. Sehr gut, jetzt können sie mich. Jetzt können sie mich umbringen. Yo! Nicht schlecht. Kampfschafe. Neuer persönlicher Monatsrekord. Yeah. Okay, so. Schaf freigeschaltet. Nice. Okay. Mal schauen, was wir als Schaf machen dürfen. Markieren, Blumen essen, Shibuya Außenbezirk gehen. Okay. Zwei Herausforderungen abgeschlossen, Generationen wechseln. Ja, Schaf ist recht schnell. Yeah. No, fuck. Ein süßes Halsband. Nice. Oh. Nice. Ich muss mal nachschauen, ob es Lamas gibt. Dann könnte ich sogar ein Lama mit einem Hut spielen. So, Blume gegessen. Fehlen noch drei. Na, ja, Küken. Okay.
Billigfutter. Yeah. Ganz viele Schweine. Das Schaf kann ich anständig angreifen. Dreck. Knapp. Hier ist mir zu gefährlich. Ja, so geht es. Ganz richtig. So machen das Schafe. Dunkel. Nom nom. Man muss ja natürlich auch bedenken, ich habe eine super coole Rüstung an. Das heißt, ich bin noch mal 5 Millionen mal stärker. Oh nein, Mann. Zwergspitze. Das waren keine Zwergspitze, das waren Terrier. Die Zwergspitze sind buschiger. Das ist ein Zwergspitz. Nice. Erstklassiges Weibchen. Wunderbar. Da, das ist ein Terrier. So, einmal schnell paaren und dann dann können wir Dings neues Tier freischalten. Oh oh. Karl, fuck off. Wie kommt denn so ein Ding nach Tokio?
abgezogen. Okay. Macht Sinn. Wie kann ich... Ah, das war ein Hase. Also normal Schokolade. Ja. Natürlich. Oh, wie viel sind denn das? Shibuya Bahnhof berühren einfach nur, okay. Bahnhof ist... Ah, da oben. Okay, das ist gut. Kostüm halten, Wollbini. Nice. Bini sind gut. Strohhut sieht besser aus. Bin mir nicht ganz sicher, ob es da, ob es insgesamt mehrere Alligators gibt. So viele Lämme wirft sie nicht. Naja, war ein erstklassiges Weibchen. Und mit meinem Anzug, da sind schon Sachen möglich. Die nicht ganz so natürlich sind. So, was für ein Ding suchen wir? Axeshirsch. Das ist eine Katze. Zehn Jahre überlebt. Yeah. Na, Katze. Geh weg. Ich hab den auch berührt. Ernsthaft. Gott. Ja gut, Katze hat mich. Ja, Katze ist aber stark. Los, Katze. Ja.
Schakal nochmal. Es dauert zu lang. Die Katze ist. Katze ist auch ganz gut. Naja, das wird ewig dauern. Oder was ist ewig, aber. Wird lang genug dauern, dass es mich. Dass ich nicht machen würde. Und ich weiß ja nicht, ob der Schakal überhaupt noch da ist. Oder vielleicht ist er schon weitergezogen. Los, Katze. Bring eine ganze Herde Schafe um. Nein. Meine Geschwister werden lila. Ja, nicht fressen. Kämpfen. Scheißteil. Ey, noch mehr Katzen. Sehr schön. Ausziehen. Ah ja. Nice. Tot! Ich kann fressen, wenn sie alle getötet hat. Was er jetzt auch gerade gemacht hat. Arbeit nur halb fertig machen und dann schon sich belohnen. Nee. Nicht mit mir. Ja, Zeit für ein weiteres Zeug haben wir noch. Achse ist hier freigeschaltet. Arme Viech. Was schalt man frei? Keiler. Revier von Keiler einnehmen. Zwei Herausforderungen. Generation wechseln, Pilze essen. Dumme Sacker gehen. Okay, ist nicht schwer. Kann ich vorher schon mal arbeiten und Revier markieren. Ich habe vorhin mal neue Stream-Emotes zum Verifizieren reingeschickt. Sollten
Wenn sie heute im Laufe des Streams nicht freigeschaltet werden, sollten sie, denke ich mal, bis zum nächsten Mal, heißt bis Dienstag dann, höchstwahrscheinlich freigeschalten sein. Kann ich die mal zeigen. Es sind insgesamt bisher 4 Stück. Vielleicht fällt mir noch ein bisschen mehr ein und kommen noch mehr dazu, aber ja, mal schauen. Einkaufsbezirk. Duschhaube. Was? Nice. Frage ich mich, was es sonst noch so für Kostüme da gibt. Wenn es schon Duschhauben und so weiter gibt. Ah, Keiler. Ausdauerdörfleisch, nice. Badeanzug. Könnte ich mir vorstellen, ja. Ist auch noch ein, dann haben wir den Keiler. Tiertonikum. So! Ich warte noch schnell die Meldung ab. Obwohl, die können mich ja schon mal an. Ja, okay, gut. Sehr schön. Ja gut, für mehr werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben. Nächstes Mal, also nächsten Freitag, machen wir dann mit der Story weiter. Und dann Samstag. Gucken wir weiter, dass wir den Strauß freischalten. Und sobald ich den Strauß habe, dann werde ich dann mal mit dem Strauß anständig überleben versuchen. Und